Ja, jetzt haben wir alles fertig, ne? Haben wir wieder alles geschafft, ne? Hier, alles. Ja, sehe kein Fragezeichen. Alles geschafft. Und hier haben wir auch alles geschafft, ne? Ich guck nochmal hier, schön mit der Maus. Scrollen, scrollen, scrollen. So. Haken, 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 Haken. Alles geschafft. Spiel wieder durch. Jo, dann holen wir uns noch. Das. Obwohl, ich würde gerne versuchen, den Tod zu besiegen. Lass uns noch eine Runde machen und versuchen, den Tod zu besiegen. Dann holen wir das. Das, das. 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 Das glaube ich. Ja, doch, kann man auch holen. Ich glaube, so die teuren Sachen muss man immer zuerst kaufen, um am meisten Geld zu profitieren, ne? Also das, dann das, dann das. So. Das 1,4, 1,2. 200 nur. Also das hier, glaube ich, ist eins der teuersten. So, 1,9. 1,1, 1,7. So, ich glaube, so hat man am Ende mehr Geld. Ah, gut, eine Runde noch mit dem Tod besiegen, ja. Dafür, also ich kann nur das machen, was im was Internet, ne? Ich kann nur das versuchen, was ich im Internet gesehen habe. Dafür darf man keinen Magneten haben. Dann holen wir noch Recovery. Und mehr Leben, mehr Armor und Skip und schneller laufen. Guck mal, eigentlich hat man alles und mehr Geld. So, ich habe auch schon fast alles gekauft, guck mal. Und gefühlt, dadurch, dass ich jetzt erstmal so die teuersten Sachen geholt habe, ich gefühlt irgendwie jetzt mehr Geld. Weil vorhin hatte ich die drei Sachen noch nicht. Gefühlt habe ich jetzt mehr Geld. So. Also, wir müssen nehmen ihn hier. War das er? Nee. Er. Okay, wir brauchen ihn. Cleriki. So. Und ohne Hyper und das Level. Und jetzt erstmal hier hochlaufen. Zack. Rewollen. Ja, schade. Wir müssen die Runde nochmal machen. Wir brauchen nämlich, also bei dem Level, brauchen wir den Wound Tracer. So, kein Wound Tracer, kein Wound Tracer, kein Wound Tracer. Und wieder von vorne. Also so, wie ich das jetzt verstanden habe, ist das so, wie es ist. Zack. Da ist er. So, und jetzt stellen wir uns so hin. Irgendwie so. So sollen wir uns hinstellen. Die Faust von der Dame soll genau bei der Uhr exakt so nach unten sein. Da bin ich mal gespannt. Und wir müssen jetzt eine halbe Stunde warten. Wir dürfen kein Level kriegen. Und wenn wir richtig stehen, kriegen wir nicht ein einziges Mal jetzt ein Level. Und wir müssen bis Level 2 das bis zum Ende schaffen. Wir dürfen nicht ein einziges Level kriegen, weil, so wie ich das verstanden habe, hat der Tod 600.000 Leben, wenn man Level 1 ist. Wenn man Level 2 ist, kriegt er nochmal 600.000 Leben dazu. Das heißt, der Tod hat jetzt schon 1,2 Millionen Leben.
Ich gehe mal einen Ticken hoch, weil ich habe eine Erfahrungskugel aus Versehen gekriegt. Wenn ich jetzt Level 3 werden würde, hätte der Tod 1,8 Millionen Leben. Wenn ich Level 4 werden würde, hätte der Tod schon 2,4 Millionen Leben. Und irgendwie muss man das ja runterprügeln. Deswegen soll man Level 2 bleiben. Im allerhöchsten Falle Level 3. Da bin ich mal gespannt. Weil jetzt hat er ja schon 1,2 Millionen, der Tod. Und jetzt müssen wir einfach nur warten. Einfach nur warten. Ja. Und sonst so? Da kommen die Viecher von oben und haben mir einfach Erfahrungskugeln gegeben. Sollten wir Pech haben und Level 4 werden, sollte man irgendwie von vorne lieber anfangen. Weil dann hat er über zwei, also dann hat er knapp 2,5 Millionen Leben und das schafft man dann einfach nicht. Aber jetzt müssen wir halt eine halbe Stunde chillen, ne? Und die, unten die rote Kugel, du siehst ja hier unten, ist ja jetzt die rote Kugel, ne? Da sind ja jetzt wieder alle Erfahrungen drin. Wenn der Tod kommt, also der Tod kommt, wir sind Level 2, er hat dann 1,2 Millionen Leben, er kommt, wir müssen ganz schnell darunter rennen, damit wir ungefähr 120 Level gleichzeitig kriegen. Also wir rennen darunter, tschung. Kriegen 120 Leveln, weil ja hier die ganze Erfahrung drin ist. Und dann können wir den Tod besiegen, weil der Tod, wenn er kommt, hat er dann ja die Level 2. Wenn ich vorher runterrenne und wir Level 100 sind zum Beispiel und der Tod kommt, dann gibt es Probleme. Weil dann hat er, keine Ahnung, 1,2 Billionen Leben oder so. Das heißt, wir müssen jetzt leider eine halbe Stunde rumgammeln. In der Zeit gucke ich mal, was hier so abgeht. Ukraine-Krieg. Naftali Bennett trifft Wladimir Putin auf Bitte von Düdlü. Okay, irgendwelche Leute treffen sich da. Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kiste einsammeln darf. Wahrscheinlich nicht, ne? Deswegen, ich lasse die da jetzt einfach liegen. Und es geht noch weiter. Sobald wir da runter sind, dann müssen wir wieder hier hochrennen und müssen die rechte Hand an der Kante von dieser Karte hier machen. Irgendwie hier. Da muss man hier so stehen, dass diese Hand, glaube ich, irgendwie da unter ist. Entweder hier oder hier, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht warum. Also hier muss das genau so sein. Glaube ich, damit du keine Erfahrungen kriegst. Ich glaube, deswegen musst du so stehen, weil sonst kriegst du zu viele Erfahrungen. Wir haben ja jetzt auch schon aus Versehen Erfahrungen gekriegt. Vielleicht stehe ich noch nicht richtig. Vielleicht muss ich noch einen Ticken hoch oder noch einen Ticken runter. Ich weiß nicht, was wir... Da kommt der nächste Boss. Der schummelt sich da bestimmt eh gleich wieder durch, ne? Da kommen die Fliegedinger wieder. Okay. Nee. Jetzt kriegen wir ja gar keine Level mehr. Weil alle Erfahrungskugeln gehen ja jetzt hier rein. Jetzt ist das... Oh, Boss kommt. Oh Gott. Weil jetzt ist das eh scheißegal. Die verlieren ja jetzt keine Kugeln mehr. Das geht ja jetzt alles hier rein. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr Level 3. Weil alle Erfahrungen sind ja jetzt hier unten drinne. Habe ich vergessen. Das heißt, hier können jetzt noch so viele grüne Dinger kommen. Hier müssen wir am Ende hin. Guck mal, zwei Kisten liegen genau nebeneinander, ne? Genau nebeneinander.
Ja, und du guckst jetzt bestimmt YouTube nebenbei oder so mit dem Handy, ne? Ich meine, wir können jetzt eigentlich auch irgendwas nebenbei machen, ne? Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde zugucken. Ich meine, ich hätte das aber auch irgendwie. Das hier könnte man auch privat machen. Das müsste ich ja nicht im Stream machen unbedingt, ne? Hey, hey, hey! Guck mal, wie gut ich das Schwein schon kenne, ey. Ich weiß übrigens, warum du Schwein 300 heißt. Die 300 steht für 300 Macken. Schwein mit 300 Macken. Da. Oh, ich hoffe, dass ich das nicht verkacke, ne? Ich hoffe, ich verkacke das gleich nicht. Mit dem Tod. Weil wenn der Tod kommt, sterben wir ja direkt. Wir müssen zuerst die Kugel da unten einsammeln. Bevor wir sterben. Weil wenn wir die Kugel nicht einsammeln, dann kriegen wir den Tod nicht besiegt. Dann haben wir umsonst eine halbe Stunde gewartet, ne? Soll ich lieber nebenbei nochmal das Video gucken auf YouTube? Vorsichtshalber. Was ist jetzt denn passiert? War da ein Boss und der ist direkt in mir gestorben? War da ein Boss und ist direkt in mir gestorben? So, nochmal hier so. Aber jetzt machen wir 3 Wasserflaschen. Das ist gut. Jetzt machen wir nicht mehr 2, jetzt machen wir 3 Flaschen. Und sind immer noch Level 2 geblieben. So, YouTube. Haben wir einfach mal eine Gratisflasche. So, da ich das Video erst ja vor kurzem gesehen habe, müsste ich ja nur in der Mediathek gehen. Guck mal, hier steht zum Beispiel auch, den Reaper killen ohne Knochen und ohne Sheets. Mal gucken, wie macht er das? Weil ich habe mir einen Deutschen angeguckt gehabt, um das besser zu verstehen. Ja, und guck, da steht da auch. Warte mal, ich mach das mal an. Jetzt erstmal Werbung gucken natürlich. Ich kann mir ja auch einen Amerikaner angucken. Piu, piu, piu. Wichtig ist nur am Ende diese rote. Guck, er steht hier oben. Er steht auch hier oben. So. Da steht er auch. Er steht eigentlich ja genau wie ich. Erst bei der vierte Minute. Ah, guck mal, er hat genauso viel Erfahrung wie ich. Siehst du das da oben? Auch Level 2 mit so viel Erfahrung. Fast genauso viel wie ich. Ey, ich habe sogar eine Kugel mehr aus Versehen. Aber bei ihnen steht der Hund, weiß ja ganz anders. Da kommt der nächste Boss. Der nächste Boss kommt. Und da liegt die Kiste. Okay. Was macht er? Ich will mal gucken, was er mit seinen Kisten macht. Geht er zur Kiste hin? Nee, ne? Die Kisten lässt er liegen bestimmt, oder? Also ich hab mich ja jetzt noch nicht bewegt. Guck mal, das ist doch eine Nicht-Bewegen-Challenge, oder? Ich bewege mich ja nicht. Nee, seine Kiste hat er auch geschenkt gekriegt. Die ist einfach in ihn reingefallen. So. Und hier ist auch eine Anleitung. Sobald man die Dingsen kämpft, also sobald man die 100 Level da kriegt, soll man sich diese Items hier kaufen. Für einen schnellen Tod brauchen wir auf jeden Fall Einfrieren, Tom, Schild, Wound, weiß alles.
Für einen langsamen Kill brauchen wir das. Und flexibel können wir noch das hier nehmen. Was heißt Musket? Was wir auf jeden Fall brauchen, ne? Glaube ich. So, aber was müssen wir dann... Also noch können wir ja chillen. Noch haben wir 14 Minuten Zeit. So, er ist jetzt schon bei der 28. Minute und hat sich auch noch nicht 1 Millimeter bewegt. Jetzt erklärt er ja noch, was man braucht. So, und dann muss man eben gucken. So, der Boss kommt jetzt. Ah, dann rennt er direkt runter. Ah, okay. Also, wo ist denn sein Router? Wo ist denn sein Router? Mal gucken. Zack. Ah, der Rote ist bei ihm hier. Bei ihm ist er da. Und auf dem Weg dahin kriegt er ja schon ein Level. Und dann nimmt er sich direkt einfrieren und chillt, damit der Tod ihn nicht direkt tötet. Und dann hat er auch schon direkt das Rote. Okay. Das Video gucke ich gleich weiter. Wenn wir, oder soll ich das jetzt schon gucken? Also auf dem Weg nach unten müssen wir so, vielleicht so einen kleinen Bogen laufen, damit wir die Erfahrungen mitkriegen. Weil wir brauchen unbedingt, also dass der Tod uns nicht tötet, ne? Wir brauchen dann unbedingt einfrieren und so. Ich meine, einmal kann er uns ja töten. Wir dürfen ja einmal wiederbelebt werden. So, jetzt kriegt er ja erstmal seine 120 Level. Und nimmt die Items, die er haben will. So, was passiert dann? Dann rennt er ja wieder zurück, glaube ich, ne? Wir können uns das ja auch eigentlich hier im Stream angucken, oder? Wir können uns das ja mal eben gemeinsam angucken. Ah, dann spielt das Spiel nicht mehr weiter, ne? Okay, dann gucke ich mir... Warte mal. Wir müssen das so machen. Verkleinern. Warte mal. Ich darf nicht Vollbild machen. So. So. Geht das so? So kann man machen, ne? So. Mediathek. Da, weil das hier. Wenn ich jetzt Vollbild mache, ist das denn voll hier drinne? Nee. Weil das Spiel soll ja weiterlaufen in der Zeit. So. Ich kann ja Kinomodus anmachen, dann haben wir es ein bisschen größer. Also hier kriegt er noch seine Level. So, und dann... Ist er auf dem Rückweg? Ja, er ist schon auf dem Weg nach links wieder. So. Er läuft wieder nach links, nachdem er seine ganzen Level hat. Und dann nimmt er Geld, 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 Geld. Da kommt der Tod. Der Tod kommt, haut ihn, aber er hat ja sein Schild. So. Und jetzt stellt er sich wieder hier hin. Wieder hier drinnen hin. Siehst du das auf dem Handy überhaupt? Jetzt erzählt er irgendwas? Jetzt müssen wir erstmal warten, bis er da seine Level da fertig hat. So, und da steht er jetzt. Ah ne, mit der linken Hand. Mit der linken Hand müssen wir an der Kante stehen. Damit er die ganze Zeit da Schaden kriegt. Ja, also einfach da wieder reinstellen. Wahrscheinlich ist das jetzt egal, ob das genau pixelgenau ist oder so. Aber hier so kriegt er die ganze Zeit Schaden und wird immer wieder eingefroren. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ja, also einfach hinrennen, Sachen kaufen und wir holen uns diese Sachen hier. Ich screenshotte die mal eben. Ich hab schon wieder eine Kiste gekriegt. So.
Jetzt haben wir auch noch den Wound Tracer. Ein Projektil mehr, oder was? Nee. Nur Speed, okay. Fick der. Guck mal, vier Kisten, die liegen alle hier. Alle hier, das heißt, auf dem Weg zur Kugel kommen wir ja eh dran vorbei. So. Jetzt mache ich das hier schon mal auf. So. Damit ich das hier dann gleich habe, dass wir die hier auf jeden Fall brauchen. Hier, damit der länger... Und für einen langsamen Kill braucht man das hier nicht. Und dann Avoid. Ich glaube, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist flexibel. Musket heißt auf jeden Fall. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir das. Und das packe ich mir dann zur Seite jetzt schon mal. So, ich mache das schön klein. So, und schiebe mir das hier dann schon mal hin. So, und dann machen wir hier wieder Vollbild. So, haben ja gleich schon geschafft. 14 Minuten noch. Ich bin bereit. Und jetzt aus Versehen laufen. Und zack, 5 Level. Oh, ich will kotzen, ne? Wenn ich mich jetzt aus Versehen bewege und 5 Level kriege oder so. 5 Level sind ja nur 3 Millionen mehr Leben. Sind ja nur 3 Millionen. Aber die Kisten versperren mir auch gut den Weg, ne? Nein, ich habe Controller weggelegt. Ich habe gar keinen Controller in der Hand. Können wir noch irgendwas, warte mal, können wir noch irgendwas auf YouTube nebenbei gucken? So. Mach mal hier Abonnenten voll. Aber ich krieg gar nichts mit. Ich muss noch ein bisschen kleiner machen. Damit ich mich sehe. Ich muss meinen Charakter sehen. Ich will sehen, was passiert. So. Guck mal, das könnte man gucken für 12 Minuten. Elden Ring. Ich will auch noch Elden Ring unbedingt spielen. Bam, 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 bam. Und das will ich auch noch unbedingt spielen. Unbedingt. Unbedingt. Also ich kann ja nebenbei, warte mal, ich kann ja nebenbei die Belohnung fertig machen. So, und zwar Ziel nicht erreicht, das heißt neu. Ich kann die auch 9% wurden gesammelt. Ich kann das auch leider nicht bearbeiten. Ich kann das höchstens verlängern um 30 Tage, aber dann wäre ja das trotzdem nur bei 22.000. Also machen wir neue. Warte mal, wie heißt das? Steam-Guthaben. Steam-Guthaben. Das heißt einfach Steam-Guthaben. Steam-Guthaben. Und dann Beschreibung. Was haben wir in der Beschreibung stehen? Ich weiß gar nicht. Ziel 33, 33. Dauer, welchen haben wir heute? Den 5. Was hat der Monat? 31, das heißt Dauer 26 Tage. Karte reinziehen. Desktop, Stream-Dinge, oder warte mal, Desktop, wir sind schon bei der 19. Minute, also das klappt gut hier auf jeden Fall, also ich hoffe, wir verkacken nicht. Das wäre ja geil, ne, wenn wir es direkt beim ersten Versuch schaffen, weil im Internet steht, dass die meisten so 5 Versuche brauchten. So, wo habe ich denn jetzt mein Steam? Da, Steam 10er. Achso. Zack. Okay, warte.
Desktop. Steam 10er. Wenn ich den jetzt hier reinschiebe? Muss ich ihn hier reinschieben? Muss ich ihn hier reinschieben? Wo muss ich ihn da reinschieben? Guck mal, gesammelt worden 10.099. Ah ne, so sieht das hinterher aus, das ist ein Beispiel. Achso. Ja stimmt, guck mal, hier steht ja maximal 2.000 nur. Wo habe ich denn... Stream Dinge, oder nicht? Einen Stream Hase? Nee. Livestream? Nee. Gewinnspiel? Ja, Gewinnspiel. Okay. Zack. Zack. Und zack. So, Beschreibung? Ich weiß gar nicht, was... Was steht denn jetzt gerade in der Beschreibung? Warte mal, ich guck mal nach. Hier auf Pause machen natürlich. Da kann ich gar nicht nachgucken, ne? Weil ich habe ja... Doch, kann ich nachgucken. Hoppelase erstattet. Verstanden. Ne, kann man gar nicht nachgucken. 2000 wurden nur gesammelt. Oder kannst du nachgucken, was da steht? Kannst du das nachlesen? Steam-Guthaben. So, ja. Sammel für 10 Euro. Sammeln für 10 Euro. Pam. Erstellen. So, und das hier kann jetzt weg. Ich würde das schöner finden, wenn ich das irgendwie bearbeiten könnte, aber kann man leider nicht. So. Löschen und zurückerstatten. Pum. So, und jetzt dritter Monat. 3333. So, 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Ich bin echt gespannt, ob ich das hinkriege. Mein allererster Versuch. First try. Und die kommen immer näher. Die kommen immer näher. Komm, Hilfe! Guck mal, ganz klein. Kannst du hier alles sehen? Guck mal, hier ganz klein. Kannst du hier alles sehen? Guck mal, hier ganz, ganz klein. Kannst du alles sehen? Guck mal, da ist auch noch so ein kleines schwarzes Fenster. So. Wollen ja hier nix. Aha! Ein neues Spiel zum Testen. Naja, neu ist es ja nicht mehr, ne? Wo bin ich denn? Ich bin irgendwo ganz unten wahrscheinlich, ne? Hier bin ich. 2 Zuschauer. Oh, hallo! Zuschauer, wo bist du? Sag mal hallo. Spannung steigt. Ja. Die Spannung steigt. Alter, die kommen aber richtig nah, ne? Guck mal, das sieht so aus, als ob die mich gleich töten. Guck mal, hier schön in einer Reihe. Du. Hast du gesehen, einer ist hier nach unten gegangen. Einer hat sich voll woanders hingeballert. Aber spielen viele gerade, ne? Aber keiner macht den gleichen Trick wie ich. Hier bin ich. Hallo. Hier raufklicken, Leute. Irgendjemand streamt hier gleich. Hier macht irgendjemand eine Pause. Mhm. So, nochmal hier Vollbild. Oh, es werden immer mehr. 5 Minuten noch. Also 6. Knapp 6. Oh, das wird... Das ist so knapp hier. Guck mal, die schummeln sich alle von oben. Das schaffen wir nicht. Ich krieg doch gleich Schläge. Kannst mir erzählen, was du willst.
Guck mal, die schummeln sich doch von oben rein. Stirbt doch alle. Alter. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Das, guck mal, wie viele das sind. Dass wir noch keinen Schaden gekriegt haben. Ich stehe bestimmt, safe stehe ich nicht richtig. Safe stehe ich nicht richtig. Ich krieg gleich Schaden, ich sehe das schon. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Oh, wir haben Schaden gekriegt. Wir haben Schaden gekriegt. Oh, oh. Muss ich weiter runter? Muss ich weiter hoch? Ich weiß es nicht. Oh, shit. Von rechts wird noch nachgedrückt. Es wird... Oh, da kommt ein Boss. Ein dicker Boss. Oben links. Oben links kommt ein dicker Boss. Wo? Ich sehe nicht mal mein Wasser. Wo ist mein Wasser? Okay, Boss ist tot. Alter, Hilfe. Dass ich noch lebe, wundert mich. Uiuiuiui. 4 Minuten noch. Schaffen wir das? Ich will am liebsten nach unten rennen. Jetzt direkt. Ich krieg ja Panik. Das wären einfach immer mehr Gegner. Und dadurch, dass sie sich auch noch von oben sich da reinschummeln und so. Weil oben habe ich ja nur mein Wasser. Unten beschützt der mich ja wenigstens noch, weißt du? Und nein, Boss von oben. Boss von oben. Boss von oben. Bing. Der Boss ist direkt in uns gestorben. Das ist gut. Stell mal vor, wir würden Level 5er Dinger kriegen. Dann hätten wir jetzt schon richtig viel Wasser und so. Guck mal, der eine hier hat gerade ganz komisch gezappelt. Okay, es werden wieder weniger Gegner. Alles wieder gut. 3 Minuten noch. 3 Minuten noch. Mach Stranger Things schon mal aus. Es wird spannend. Vor allem, ich muss hier gleich durch. Ohne dass der Tod mich tötet, ne? Und die Kisten halten mich ja auf, wenn ich hier gleich nach unten renne. Warum liegt der auch so weit weg? Hätte der nicht hier liegen können? Oh, wenn wir das verkacken. Guck mal, jetzt kommen auch noch mal wieder richtig viele. Guck mal, hier ist ein Wasser und da sind 2 Wasser. Bum, bum, bum. Da kommt der nächste Boss. Okay, der ist weg. Da. Lag, lag, lag. Und obwohl ich nur hier stehe, im Moment haben wir knapp 14.000 Gegner getötet. Knapp 14.000 Gegner. Und normalerweise hat man so 40.000 bis 50.000 Gegner. Also da fehlen 30.000 Gegner. Ich glaube, die Kisten werden mich gleich aufhalten. Einmal dürfen wir ja sterben. Ich hoffe aber nicht, dass wir zweimal sterben. Vor den Kisten habe ich richtig Angst, weil die einfach mitten im Weg stehen und wieder unten lang müssen. Aber das scheint ja so vom Spiel gewollt zu sein, ne? Oder? Der Programmierer muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben, von wegen, du kannst den Tod spielen, wenn du ihn besiegst. Um ihn zu besiegen, muss er sich ja was dabei gedacht haben. Wie besiegt man ihn am besten? Ich glaube nicht, dass man ihn nur so besiegen kann. Dann muss es doch irgendwie einen anderen Trick geben, oder nicht? Ich glaube, das ist nur der einfachere Trick. Ich glaube, der eigentliche Trick bedeutet, 1 Billion Leben wegzumachen. Du kannst ihn ja dauerfrieren. Du kannst ja bis Level 100 ganz normal spielen. Und dann hat er halt 100 mal 600.000 Leben.
Ja, die Kerzen sind gleich eventuell dein Verhängnis. Okay, es ist gleich soweit. Wir sind gleich durch. 29. Minute sind wir schon. Wir sind gleich durch. Ich darf nicht vorher losrennen. Wir dürfen erst rennen, wenn der Tod kommt. Erst wenn er kommt. Weil sonst kriegen wir zu viele Level und dann kriegt er zu viele Leben. Uiuiuiuiuiui. Uiuiui, 20 Sekunden noch. Mach Stranger Things aus, es wird spannend. 15 Sekunden noch. Noch 10. 8. 6. 4. 3. 2. 1. Renn. Ich weiß nicht, ob ich zu früh losgerannt bin. Ich warte noch ein bisschen. Ne, wir machen erstmal die Kisten hier weg. Ja, gute Idee. Erstmal die Kisten weg. Ist der Tod schon da? Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Ich glaube, ich bin zu früh losgerannt. Aber noch haben wir ja kein Level. Im Moment sammle ich ja nur die Kisten gerade ein. Da ist er! Okay, was brauchen wir? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Einfrieren und Schild am besten direkt, ne? Damit wir nicht sterben. Ich mache einmal Rewolf. Weil davon brauchen wir eh gar nichts. Davon brauchen wir auch nichts. Ja, empty. Spellbinder und empty. Skippen. Oh Mann, da ist nichts bei, was wir brauchen. Chat. Nehme ich die Axt. Okay. Empty. Schild. Spinat. Das ist flexibel. Schild. Spellbänder brauchen wir auf jeden Fall. Wasser, Bibel, das brauchen wir alles nicht. Erstmal Wasser. Woundtracer. Also das könnte man auch gut gebrauchen, aber im Moment brauchen wir eher... Ja, das braucht man nicht. Das ist ja nur flexibel. Spellbinder. Spellbinder. Wasser. Spinat. Wo bleibt denn das Einfrieren? Wenn ich das ein... Ja. Okay, wir haben das Einfrieren. Okay, Einfrieren, sehr wichtig. So, Einfrieren auf jeden Fall. Spellbinder auf jeden Fall. Tom auf jeden Fall. Schild. Okay, wir haben alles, was wir auf jeden Fall brauchen. Ah, ne, wir brauchen noch die Faust und den Duplikator. Faust und Duplikator. Okay, er ist eingefroren. Faust und Duplikator. Faust und... Oh, scheiße. Hier ist alles new. Aber Waffen haben wir ja eh noch ein Slot frei. Das heißt, wir können das Messer nehmen, ne? Theoretisch dann. Dann können wir ihn die ganze Zeit attacken. Ja, dann nehmen wir das Messer. Wasser. Da ist die Faust. Okay, Faust haben wir. Empty. Wound. Lowell. Duplicator, das haben wir. Und wenn wir jetzt noch Dingsen kriegen würden, Wiederbelebung. Für den Fall. Ja, und Wiederbelebung. Alles klar, wir haben alles, jetzt können wir alles lernen. Und gehen schon mal auf den Weg nach oben. Während wir hier Level kriegen. Weil jetzt können wir ja alles lernen. Ich komme! Zack, Spiel abgestört. Okay, wir haben alles.
So, guck mal, haben sogar noch evoliert. Komm, dann sammeln wir die auch noch ein. Jawoll, Level 3. Komm, dann sammeln wir das auch noch ein. Tsching. Tsching. So, und jetzt stellen wir uns hier so hin. Nee, warte, hier so. So. Richtig? Also er sieht jetzt zwar nicht so aus, aber er kriegt die ganze Zeit Schaden. Ich hab's nur ausgestellt. Aber er kriegt nicht genug Schaden, weil er muss hier rein. Unser Wound Tracer muss ihn doch hauen. So. Ja, bin ich mal gespannt. Angeblich soll er dann in 90 Sekunden... Also... Er muss eigentlich in 90 Sekunden sterben. Das Ding ist, wenn man ihn nicht schnell genug tötet, kommt noch ein Tod. Und der Tod hat 66, also wir sind Level 66, der hat dann 66 mal 600.000 Leben. Da ist er. Und der ist richtig stark, der hier. Weil der ist nicht Level 2. Nur der da unten ist Level 2. Der rechts ist jetzt Level 66. Und das Ding ist, wenn man jetzt immer noch nicht schnell genug tötet, dann kommt gleich noch ein Tod. Jetzt sind die ja schon zu zweit. Gleich kommt noch einer. Das wäre gut, wenn wir den jetzt echt auf dem ersten Versuch direkt schaffen. Es wäre besser gewesen, wenn der Tod hier drinne gewesen wäre, weil unser Woundfacer macht gar keinen Schaden. Der flitzt ja hier drinne rum. Und das Gute ist, rechts, der Tod, wird aufgehalten. Oh, da, links. Jetzt sind die schon zu dritt. Der nächste kommt bestimmt von oben, oder? Und da hält ihn nichts auf. Mal gucken, ob das so funktioniert, weil normalerweise sollte er hier drinne sein. Guck mal, wir brauchen schon über 2 Minuten. Na, mal gucken. Gucken, was passiert. Solange die nicht näher kommen und mich nicht töten, ist ja noch alles gut. Noch bleiben die ja alle, wo sie sind. Weil die links und rechts werden die aufgehalten, ne? Und unser Schwert ist das Einzige, was Schaden macht, ne? Unser Messer. Das Wasser trifft ihn nicht. Unser Woundfacer trifft ihn nicht. Außer mal ein, zwei. Hier fliegen so ein, zwei, fliegen hier mal durch. Oh, da kommt noch einer. So viel Tod. Er ist da. Shit. Bleib bloß eingefroren. Oh shit. Er hat unser... er tötet mich. Shit. Okay, 2 Versuche haben wir noch. Bleib eingefroren. Kann der andere mal bitte tot gehen? Der andere muss sterben. Oh shit. Ne, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. 1 Versuch nur noch. Geh weg. Und wenn ich mich jetzt hier so hinstelle? Ne, da kommen die anderen, ne? Hilfe. So besser? Ne, ne? Och Mann. Oh, einmal dürfen wir noch. Kannst du jetzt bitte sterben? Einfach sterben. Einfach sterben, please. Na gut.